Ich bin der Flemmer Schala. Wir haben den Sonntag, den 28. November 2021. Ich habe jetzt da nicht, das habe ich schon vorher übergenommen, einfach um. Also wir haben hier den Input, dann haben wir in 4 Schritten sehen wir dann eigentlich schon, wie die Koordinaten von einem Punkt sind, vorausgesetzt wir wissen, welche Winkel, also welchen Bodenwinkel und Höhenwinkel wir nennen. Zur vorherigen Lektion, ich habe vorhin noch geschaut, hat das gestimmt überhaupt, was ich in der Lektion 6, 7, 6 gerechnet habe. Ich habe dort vorhin mit 0,0427 im Quadrat gerechnet, anstatt mit 0,6427. Das stimmt. Wir werden jetzt aber sehen, ich werde es jetzt jeweils dann in den folgenden Lektionen werde ich immer schauen, stimmt das, was wir eigentlich gerechnet haben. Was ich jetzt hier aber nicht mitgenommen habe, ist das von Zusammenfassung, wie man x, y und z schnell ausrechnet. Ich schreibe das noch kurz hin. Also wir kommen auf x, indem wir Cosinus Höhenwinkel nennen, mal Cosinus Bodenwinkel. Aufs Y kommen wir, indem wir rechnen Cosinus Höhenwinkel mal Sinus Bodenwinkel. Und aufs Z kommen wir, indem wir Sinus vom Höhenwinkel rechnen. Also eigentlich, um zu schauen, ob R gleich 1 ist, könnten wir das eigentlich auch so machen. Wir nehmen einfach 1 im Quadrat. Nein, oder 1. 1. Und es sagt sich, gut, wir haben doch die Wurzel von x Quadrat plus y Quadrat plus z im Quadrat. Und dann haben wir dann irgendwie x Quadrat, das ist Cosinus von Höhenwinkel mal Cosinus von Bodenwinkel im Quadrat. Und so weiter. Aber jetzt müsste ich dann schauen, was gibt es da für Regeln. Plus und das Y, genau das gleiche und das Z dann auch am Schluss. Und dann müsste es immer auf 1 kommen. Aber was wir jetzt machen, ist, wir nehmen einfach den Wert und dann. Was hätte ich denn da machen? Und sonst machen wir das kurz und dann sehen wir, ob es stimmt. Cosinus im Quadrat, Höhenwinkel mal Sinus im Quadrat vom Bodenwinkel plus schlussendlich oder zum Schluss Sinus vom Höhenwinkel. Dann nehmen wir hier jeweils den Cosinus Höhenwinkel. Dann sind wir hier Cosinus im Quadrat vom Höhenwinkel mal Cosinus vom Bodenwinkel im Quadrat plus Sinus vom Bodenwinkel im Quadrat plus zum Schluss dann noch Sinus Quadrat Höhenwinkel. Und jetzt müssen wir das irgendwie können aufzeigen, dass das stimmt. Ich muss das mal für mich einzeln durchrechnen. Weil eigentlich müsste es jetzt eigentlich. Dahinter ist das Quadrat. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat vom gleichen Winkel, das gibt immer 1. Warum ist das so? Wir haben hier einen Kreis und wir haben hier eine Höhe. Wir haben hier immer, das ist Cosinus von dem Winkel da und das ist der Bodenwinkel. Und
Winkel Boden und das ist Sinus. Ah, gut, jetzt haben wir noch den Beweis. Sinus Bodenwinkel. Das heisst, wir haben hier einen Cosinus. Wenn wir jetzt die beiden Seiten hier ins Quadrat nehmen, dann gibt es hier oben 1 im Quadrat. Das ist es. Das heisst, das hier geht 1 Quadrat. Ich meine, schliesslich wird Cosinus und Sinus genau so definiert. Darum haben wir dann hier gleich Wurzel von Cosinus im Quadrat. Ich schreibe es dann noch schöner. Ich mache es so, dass man es schöner lesen kann. Einfach, ich schreibe es schöner. Sinus Quadrat, Höhenwinkel. Und jetzt haben wir. Jetzt geht es hier weiter. Das haben wir jetzt gesehen. Jetzt geht es hier nämlich weiter. Und dann hätten wir nachher hier anschliessend Cosinus Quadrat vom Höhenwinkel plus Sinus Quadrat vom Höhenwinkel. Und jetzt auch hier wieder ist es wieder ein Kreis. Jetzt ist halt einfach der Kreis in die Höhe rauf. Jetzt haben wir hier das hier, der Höhenwinkel, ne? Zum Beispiel so etwas. Der Höhenwinkel. Und jetzt haben wir hier einen Cosinus vom Höhenwinkel und hier oben. Ne? Das ist das, was wir als L dann abkürzen. Die Länge oder der Kürzungsfaktor. Und dem L, was habe ich für einen Namen gegeben? Lot. Dort, wo es Lot, also vom Mittelpunkt bis zum Lot, ja, das, was von oben runterkommt. Dann nehmen wir hier Sinus vom Höhenwinkel. Und auch hier wieder, wenn wir hier die Länge, das ist 1, 1, und wenn wir das ins Quadrat setzen, ich meine, es ist wieder 1, aber ich mache es einfach richtig. Ich meine, wir könnten das 1 mit dem R ersetzen, Radius. Und dann kann ein Radius 3 sein, und dann muss man hier unten das auch noch mit berücksichtigen. Darum, was ich eigentlich hier aufzeigen wollte, ist Folgendes, wenn wir jetzt hier das wieder ins Quadrat nehmen, also Cosinus Quadrat vom Höhenwinkel plus Sinus Quadrat vom Höhenwinkel, dann können wir hier das Ganze unter die Wurzel nehmen, dann sind wir hier bei 1 wieder drum. Also das hier innen, das ist 1 im Quadrat. Und hier oben haben wir das 1 gehabt. Ich nehme jetzt 1 noch hier mit runter, 1, und das 1 Quadrat Wurzel davon ist, das ist echt 1. Jetzt haben wir auf beiden Seiten 1, darum ist das, was ich hier aufzeige, richtig. Also es stimmt. Und das hier ist der Beweis dafür, dass es stimmt. Ja, der dreidimensionale Pythagoras. Da habe ich das ein paar Mal verwendet beim Aufgabenlösen, Aufnahmeprüfungen. Es hatte ein paar Aufnahmeprüfungen gehabt, die wir gelöst haben. Die ich vorgelöst habe, und dort habe ich jeweils den dreidimensionalen Pythagoras genommen. Und jetzt verwende ich sozusagen den dreidimensionalen Pythagoras dafür, um aufzuzeigen, dass das x, y und z in der Kugel, dass das eigentlich richtig ist, so wie man jetzt das hier rechnet. Und das können wir jetzt jeweils noch nachschauen, stimmt das. Ich lasse jetzt die Lektionen so stehen. Das ist eigentlich der Beweis. Und dann in der nächsten Lektion nehmen wir dann den Bodenwinkel 0 Grad, aber den Höhenwinkel gehen wir von 90 Grad ab auf. Auf vielleicht 80 Grad einmal. Und dann auf 60, 40, 20, und dann gehen wir unten durch.